Das Projekt heißt ja Ars Longa Vita Brevis, das heißt also, die Kunst wird lang, das Leben kurz. Wir haben jetzt die Begrenzungspunkte, hier oben die Baumgruppe, das ist der Punkt 1, der in Wirklichkeit ein bisschen höher ist. Der Punkt 2 ist dann der Hochstand, auf dem ich droben bin, oder droben war und wieder droben sein werde. 3 ist der erste Begrenzungspunkt unten und 4 der zweite Begrenzungspunkt unten. Da kommt der Punkt her. Das schaut schon irre aus, wenn man so den Hang sieht und nur die Baumgruppe oben, der markanteste Punkt von der ganzen Angelegenheit. Das ist schon sehr spannend dann. Ich bin schon gespannt. Eigentlich haben wir genau die richtige Witterung für die Arbeit. So absurd es klingt und so verrückt es klingt, aber es ist genau das Richtige. Es passt genau zu der ganzen, die ganze Mystik, die Stimmung, das passt alles optimal. Genau so ist es richtig, wie es jetzt ist. Wie könnte man es nicht schöner vorstellen? Es soll nur nicht wirklich zu regnen beginnen, solange nur so tröpfelt, ist egal. Passt genau. Also ich finde es wunderschön im Moment. So schön habe ich es eigentlich noch nie erlebt, weil ich noch nie so allein war und es ist auch so witzig, wie der Hund reagiert. Ich habe das ja erwähnt, dass etwas sehr, sehr wichtig ist bei der ganzen Angelegenheit, nämlich das, dass viele dieser Linien, nicht alle natürlich, aber einige sind genauso gezogen, wie die Kinder bzw. der Hund immer laufen. Ich weiß, das ist niemandem aufgefallen außer mir, aber ich habe das ja oft beobachtet und man dachte, warum gehen die immer die gleichen Linien? Es gibt überhaupt keinen Grund. Es gibt keine Unebenheiten, es gibt keine Vertiefungen. Die können ja normal gerade überlaufen. Nein, die sind so eigenartig zickzackkant immer. Und zum Beispiel genau hier sieht man dieses Zickzack. Also genau das habe ich nachgezogen. Ne? Und habe sehr, sehr lange nachgedacht, warum das so passiert. Und ganz erklären kann ich mir es nicht, aber offensichtlich ist der Platz wirklich ganz was Spezielles, weil sonst hätten ihn ja auch nicht die Kelten als Kultstätte ausgesucht. Ich mag den Hügel so gerne, es ist irgendwie, ich habe das eh beschrieben, ich werde das ja am Nachmittag dann auch vorlesen.
dass das irgendwie so eine Spannung ist und irgendwie so ein unglaubliches Gefühl für mich. So, das klingt jetzt kitschig, aber es ist mir wurscht, ob es kitschig klingt oder nicht. Das ist die Wahrheit. Es würde aus der Erde rauskommen. Genauso kommt mir das vor. Es ist so, ich weiß es auch nicht, ich kann es nicht definieren. Aber es ist schön, es ist ein gutes Gefühl und ein schönes Gefühl. Und wenn die Leute es dann später mal, wenn die Arbeit fertig ist, das, wenn die einmal einigermaßen das nachvollziehen können, das Gefühl, dann habe ich eigentlich genau das erreicht, was ich wollte. Dass sie nämlich nachdenken, ein bisschen überlegen und dass sie aufhören, immer das zu glauben, was sie im Fernsehen sehen, beziehungsweise aus der Zeitung erfahren, sondern dass sie wieder mit ihren eigenen Sinnen arbeiten und dass sie wieder ein bisschen mehr zuhören und mehr schweigen und vielleicht einfach das erfahren, was das Wichtigste ist, nämlich wieder ein Gefühl füreinander, dass die Leute wieder aufeinander zugehen. Ich möchte gern, dass man nie blöd angeschaut wird, wenn man irgendwo sagt, grüß Gott, sondern dass man zurückgerüst wird. Das haben wir eigentlich recht. Und da heraus funktioniert das alles noch. Vielleicht funktioniert das eines Tages auch in den Städten wieder. Ich weiß, ich bin ein Träumer, aber ich finde die Form da so spannend. Dieses ganze Zickzack, es ist wie im Leben. Das war ja die Idee. Deshalb die zwei Sterne, ne? Die ineinander übergehen. Der einzige Punkt, wo sie ineinander überlaufen, ist dann einen halben Meter breit. Ansonsten sind sie ja getrennt, die beiden Sterne. Wie ich ja beschrieben habe in dem Text, ist es sehr, sehr wichtig, dass die Form nicht rund und weich ist, sondern dass sie hart ist. Weil eben diese Kraft, die aus dem Boden kommt, muss ja entsprechend artikuliert werden. Also wenn ich da was Weiches, Rundes mache, dann ist das ja total falsch. Wie ich mit dem Bauern da geredet habe, dann habe ich natürlich sehr, sehr viel erfahren über diesen Boden. Und wie ich die Kinder beobachtet habe, wie sie laufen, immer die gleichen Linien, dann habe ich eben gewusst, wie ich es mache nach einer Zeit. Aber ein Aspekt, der sehr, sehr wichtig ist bei der ganzen Angelegenheit, ist der, dass mich am meisten von allem in meinem ganzen Leben die Musik geprägt hat. Solange ich hoffen kann, werde ich weiterarbeiten. Und wenn ich weiterarbeiten kann, dann kann ich was besser machen. Und ich bin nicht geil drauf, auf dieser Welt zu sein. Aber jetzt, wo ich schon mal da bin, jetzt muss ich ja das Beste draus machen. Und eines davon ist eben diese Arbeit da. Und sie soll spannend sein, sie soll interessant sein, sie soll intensiv sein, sie soll die Leute zum Denken anregen. Und vielleicht regt sie die Leute auch dazu an, dass sie selber auch was machen. Vielleicht sogar was Ähnliches. Die Idee, das Konzept ist von mir. Aber die Umsetzung hätte ich niemals allein machen können. Und mir ist sehr, sehr wichtig, dass ich mich bei jenen Leuten bedanke, die da mitgearbeitet haben. Bis jetzt einmal waren das der Landvermesser und die Bauersleute natürlich speziell. Und heute am Nachmittag jene, die da graben. Und dann natürlich all jene, die das publizieren. Denn dazu wird es ja gemacht, dass man es dann einmal später anschauen kann. Und ich habe mir gedacht, ich will etwas machen, das wirklich währt, und zwar lange währt und unter jedem Wettereinfluss und so weiter währt. Und dieses Werk wird eben 100 Jahre währen. Das heißt, es ist schon alles schon abgemacht, es wird also dann auch gepflegt die nächsten 100 Jahre. Und ich freue mich darauf, wenn ich weiß, etwas überlebt mich wirklich. Wie geht ein Künstler damit um, wenn er zu einem Werk Dutzende Menschen mit einbezieht? Bei dieser Arbeit ist es ja so, wie es schon in der Einladung steht, jeder Mensch ist ein Künstler. Das hat der Josef Beuys gesagt und er hat es aber ganz genau darauf bezogen, dass jeder Mensch, der an einem Kunstwerk mitarbeitet, ein Künstler ist. Dieses Landart-Projekt namens Ars Longa Vita Brevis, das heißt also, die Kunst währt lang, das Leben kurz, macht mich noch verrückt. Es kreist permanent in meinem Kopf herum wie ein Hubschrauber im Wohnzimmer. Der Vergleich stimmt deshalb, weil Ars wirklich so sehr mein Denken dominiert. Das Schöne daran ist, dass die Dominanz etwas sehr Positives ist, weil ich mich schon so darauf freue. Andererseits will ich, dass sich die Erde, die Steine und der Wind über meine Arbeit freuen. Dass dieses Ansinnen für die meisten Menschen völlig unverständlich ist, weiß ich. Ich habe auch überhaupt kein Bedürfnis, sie zu missionieren. Denn die Sprache des Windes oder gar eines Steines kann man nicht bei Berlitz verstehen lernen. Ich habe sie als Kind erlernt, eher unbewusst. Thank you.
Aber das ist genau richtig. Also, ihr könnt jetzt einmal da. So. Ich bin das ja nicht gut. Die Linie irgendwie ziehen und später, aber mit der Schaufel hast du keine Chance. Oh ja, ich habe das mit dem Kranken vorgegraben, schau. Ja, ja. Ich steche nochmal das Gras weg. Der Beuys, um ihn wieder noch einmal zu zitieren, hat einmal gesagt, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Also wenn sich warm anziehen und abgesehen davon, man sieht ja, jetzt habe ich einen Pullover und mir ist immer noch zu viel zu heiß. Den Anorak habe ich schon ausgezogen, also wenn man was tut, ist es bestimmt nicht kalt. Ist es aber trotzdem nicht für dich ein schönes Film, wenn du da jetzt das jetzt in die Hand nehmen kannst und verwirklichst? Ich gestehe ganz ehrlich, im Moment denke ich an das nicht. Das habe ich heute gedacht, wie ich oben gestanden bin, am Hochstand und die Linie entzogen gesehen habe. Dann habe ich mir gedacht, jetzt passt. Dann habe ich mich sehr gefreut, das war ein sehr schönes Gefühl. Aber das nächste Mal ein schönes Gefühl wird es wieder sein, wenn die Gräben alle gezogen sind. Ah, ich tue Kram und ihr tut Schaufeln bitte, okay? Machen wir das gleich.